Servus und hallo meine Freunde, es ist wieder soweit und alle Fans von Frank Miller werden wie bei einem damaligen Beatles-Konzert in Schreiausbrüche verfallen und bitte nicht ohnmächtig werden, meine Damen. Ich habe es euch versprochen und ich versuche mein Versprechen zu halten. Einmal in der Woche lassen wir den guten Frank mal vom Stapel. Ich weiß jetzt nicht, wie lange noch, ganz ehrlich, ihr seht es ja selber. Der Frankie hat zum einen hat einen Kollegen bei der Feuerwehr sitzen, beziehungsweise in einer Noteinsatzzentrale, hat einen Kollegen sitzen. Dann hat er einen jüngeren Bruder, den Frank Miller Bruder, der gerade versucht, in New York mit Pink Ambitions ein Unternehmen aufzubauen. Also überrollen. Sein großer Bruder, sein fast erwachsener Bruder versucht, einen Dinosaurierpark zu führen. Also ihr seht, es ist immer was los. Ja, es ist immer was los, ja freilich. Aber der Frankie, er ist und bleibt ein beliebter Streifenbulle und die Mädchen, sind schon ganz, der Frankie will. Ja, okay, gut. Wir fahren, nein, diesmal nicht mit dem Auto. Habe ich, glaube ich, das letzte Mal schon gesagt. Kann ich mich nicht mehr erinnern. Ist ja wurscht. Wir fahren diesmal nicht mit dem Auto. Wir brauchen sowieso unheimlich viele Punkte für den nächsten Stern. Werden wir diesmal eh nicht schaffen. Deswegen können wir es ganz entspannt angehen lassen. Und wir werden mal, ich glaube, ich muss immer die roten Dinger aussuchen, gell? Wir werden mal hier jetzt mal wieder zu Fuß gehen. Ja, wir haben ja freigeschaltet. Moment mal, kann ich das irgendwo schauen eigentlich? Die Stadtteilinformationen hier. Ja, ein Drogenhändler. Ja. Verdächtige gesucht und Drogenhändler, die können wir bestimmt nicht mit dem Auto fahren. Vielleicht fangen wir einen Drogenhändler. Es gibt bestimmt brutal viele Punkte. Brutal. So, okay. Aber jetzt will ich auch gar nicht so lange rumlabern, weil sonst müssen wir wieder, zieht sich der Schluss immer so lang und deswegen hier in Jefferson, ne? Am Morgen eine schöne Morgenstreife. Der Frankie hat sich gerade zwei Brezen geholt vom Bäcker. Ja? Doch nicht? Ja, Schicht beginnen. Wenn ich auf zurück drücke, wisst ihr, dann kann die Schicht nicht begonnen werden. Nein, das zurück heißt nämlich zurück und Schicht beginnen heißt dann Schicht beginnen. Ja, genau. Er hat sich einen warmen Kaber und zwei Brezen beim Bäcker geholt und hat sich kurz an seinen Schreibtisch hinguckt und jetzt steht er wieder auf und okay, die Kamera ist schon wieder, da wird es ihm schon wieder schlecht. Jetzt setzt er sein Mützlein auf und geht hinaus in die freie Welt in Jefferson. In dieser Gegend ist die kriminelle Aktivität dramatisch hoch. Stellen Sie sich darauf ein, erhöhte Polizeipräsenz zu zeigen. Ja, weißt du was? Du andauernd mit deiner erhöhten Polizeipräsenz. Ich meine, mehr wie da sein können wir ja nicht. Oder? Und da geht es ja schon los, dass wir hier die Polizeipräsenz zeigen, hier vor Ort. Also gleich beim ersten Auto raus, rechts, gleich, ja, noch präsenter kann man ja nicht sein. Also ich wüsste nicht, wie man noch präsenter sein kann. Hier muss ein Wagen abgeschleppt werden. Könnt ihr bitte einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort schicken? Alle Abschleppwagen sind derzeit im Einsatz. Wir schicken einen so schnell wie möglich an ihren Standort. Ja, da könnt ihr gleich den auch mitnehmen. So, jetzt musste ich gleich lachen, weil das, also das ist mir auch noch nicht passiert, dass ich hier... Hier muss ein Wagen abgeschleppt werden. Könnt ihr bitte einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort schicken? Ja, ich weiß schon. Es war ja jetzt witzig gewesen, wenn es jetzt auf einmal funktioniert hätte. Du, auf einmal, du schaust einmal, hier am Polizeiparkplatz geht schon los. Also, das ist wieder einer. Ja, sag einmal, spinnt ihr alle ein bisschen? Weil noch, also präsenter als präsent... Das ist ja, wir sind ja praktisch ein Präsentkorb. Also das ist ja, ne? Hier muss ein Wagen abgeschleppt werden. Ja, es war ganz schöner Kaller jetzt. Und haben wir auch nur die verstanden, die Englisch ein bisschen kennen. So, also. Ja, ist schon recht. Durch da kann ich ausreden, ihr habt ja keine Zeit. Innerhalb von 24 Stunden. Da ist meine Schicht vorbei. Nicht stehen bleiben, Frankie. September 22. Oh, so ein Pech. Knapp dran. Du, vier Abschlepper am Polizeiparkplatz.
Das ist ja ziemlich cool. Wagen abgeschleppt werden. Ja. Könnt ihr bitte einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort schicken? Es ist derzeit kein Abschleppwagen verfügbar. Wir schicken einen an Ihren Standort, sobald wieder einer verfügbar ist. So, wo sind wir? Da sind wir. Ich denke, wir stehen hier. Also gehen wir links rum. Denke, komm, nicht so lang rum da. Hier sprinten. Servus. Nettes Kleid. So. Alles klar? Riley, alles klar. Lady, bei dir auch. So, was haben wir da? Haken, Freitag. Hammer, Mittwoch, gut. Oh, Taxistand. Aber hat Taxischild. Taxistand? Ist Taxi. Der hatte abgelaufene Kennzeichen. Was ist denn heute los? Oh Mann, und ich war doch so gerade so. Könnt ihr einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort schicken? Dürfen wir eigentlich bei den Drogendealern? Dürfen wir da eigentlich die scharfe Waffe benutzen? Eine gute Frage. Dürfen wir vielleicht zum ersten Mal, ich habe noch nie in diesem Spiel die scharfe Waffe benutzt. Frank, haus einer hin. Zu Fuß können wir nicht viel machen wie. Haus ihnen hin, was es zeigt, halt schneller geht's nicht. Wir sind dabei hier im Akkord. Drogendealer, wo sind sie? Miesen kleinen Drogendealer. Warte mal. Bin ich jetzt? Irgendjemand steht hier in der falschen Richtung. Also entweder die alle da oder der steht in der falschen Richtung, oder? Der hinten auch? Das ist ja jetzt nicht. Schon, oder? Bin ich jetzt? Noch haben wir ja Rechtsverkehr. Schauen wir mal, stimmt das? Ja, okay. Dann steht der da hinten in der falschen Richtung. Ja, Freunde, ich hau uns raus, was es zeigt heute. Falls ihr euch immer fragt, nein, ich habe keinen Mundstarkrampf im Finger, wenn ich da immer stehen bleibe, sondern ich versuche immer, ohne den Fokus zu drücken, das Autokennzeichen zu erkennen. Und da muss ich dann doch, weil dieses saublöde Rosa ist immer ein bisschen schwierig zu sehen. So. Weiter. Hallo? Was? Drogen, ha? Gehen wir irgendjemand welche unterjubeln? Nein, das habe ich jetzt nicht gesagt. Nein, das wird natürlich unser Frankie ja niemals im Leben machen. Sei es muss sein. Da, jetzt ja auch, passt. Freitag, Straßenreinigung kommt freitags. Auch nicht abgelaufen. Da. Drogendealer. Hier, das sind so. Diese miesen, dunklen Ecken hier. Der liest ein Buch, sehr verdächtig. Der liest sein Handy, nicht ganz so verdächtig. Servus, war ich gleich ganz perplex. Servus! Ein Mann mit Irokesenschnitt, der ein Buch liest. Mehr als verdächtig. Aber gut, okay. Verdachtmoment reicht halt nicht immer, gell? Wahrscheinlich sind die Drogendealer. Wahrscheinlich sind die Drogendealer eher nachts unterwegs. Würde ich zumindest so machen. Wenn ich denn einer wäre. Aber ich bin kein Drogendealer. Wenn, dann nehme ich sie aus der Asservatenkammer. So. Oh Mann, hey, was ist denn jetzt los? Wieso seid ihr alle jetzt vor mir? Ja, ich zeige Präsenz, dass der Sau graust und keiner ist irgendwie. Kein interessiert. War da irgendein Auto, das wir aufhalten können? Nein, auch nicht. Oh Mann. Moment. Es ist ja, und da waren wir doch schon, oder? Ist ja unsere, okay. Ja, wir sind wieder da. Okay, dann gehen wir da jetzt Richtung, nein, nicht Norden. Ich wollte Richtung Mann. Hier, da so. Da, diese Schleife wollte ich jetzt gehen. Also Richtung Osten. Westen? Oh, aber da kommen wir ja gerade her. Könnte es sein? Sind wir da jetzt? Dann
Okay, ja, dann doch Richtung Norden und dann rechts abbiegen. Westen, Norden. Oh, rot. Chefe, bist du jetzt mit deiner coolen Jeans, bist du jetzt bei Rot drüber gegangen? Habe ich nicht genau gesehen. Hätte Glück gehabt. Hätte ich die mit der scharfen Waffe niedergestreckt. Nein, hätte ich natürlich nicht. Hallo, kannst du aber umschalten? Oh, da bin ich jetzt gleich erschrocken, weil bei mir am Fenster jetzt auch gerade Polizei vorbeigefahren ist mit Sirene. Wieder nein, ist das spannend. Hey, hallo, umschalten. Ja, endlich. So, Moment, der passiert denn da? Glaube ich häng. Alter Schwede, ist das für dich ein Parkplatz oder wie? Ha? Ha? Ja, nix. Besondere Haltezone, Halteverbot, ganz sicher, da brauche ich nicht mehr nachschauen. Weiß ich ja so. Zack. Genau, da kriegst du auf alle Fälle. Könnt ihr einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort schicken? Ich habe hier einen Wagen, der abgeschleppt werden muss. Negativ. Ihr Standort ist derzeit nicht erreichbar. Wir schicken so schnell wie möglich einen raus. Negativ, sagt der Pfeifenreiniger. Negativ. So, und jetzt wieder da oben. Zurück da oben. Beim nächsten Straße war mehr Verkehr. Naja, jetzt ist der gerade grün. Gehen wir da lang. Ist ja eigentlich völlig wurscht. Habt ihr aber zeigen Präsenz, ne? Hey, Chefe, hier, ich präsent, ne? Gut. Macht's denn ihr da? Tickets für die U-Bahn. Wo geht's in die U-Bahn runter? Ah, Moment. Ah, okay. Wir können nicht hin und in die U-Bahn gehen. So ein Pech. Wahrscheinlich hängen die Drogendealer alle in der U-Bahn und und wir können nicht hingehen. So, Blackbird Theater. Haben wir schon entdeckt, oder? Ist. Waren wir schon mal hier. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Naja, das sagt gar nichts. Servus. Nein. Na, das gibt bloß wieder Minuspunkte. Sorry, ich habe leider überhaupt keine Zeit. Nein, ich habe keine Zeit. Braucht mir auch nicht dreimal fragen. Ich hänge lieber hier die abgelaufenen Zentkleinzeichen. Naja, das macht mir viel mehr Spaß. Mit dir den Weg zu weisen, den ich sowieso nicht weiß. Ich habe hier ein Auto, das abgeschleppt werden muss. Können Sie mir einen Abschleppwagen schicken? Klar, wird in Kürze bei Ihnen eintreffen. Es sei denn, die Dame hätte das Blackbird-Theater gesagt. Das hätte ich jetzt gewusst. So. Und? Gehen wir weg. Und? Oh Mann. Na, wenigstens einer. Boah. Wer ist denn da so laut? Oh Mann. Also vom Strafzettel ein Lohr aufschreiben, wäre jetzt uns jetzt mit den Punkten nicht ganz reicher. Ihr seht es ja selber, ich bin hier, ich hau im Akkord das Zeug weg, aber immer diese 5-Punkte-Dinger da, das ist natürlich nichts. Hallo, haben wir mal irgendwie wirklich einen Schwerverbrecher oder so? Was ist denn mit Unfällen, was ist denn mit Überfällen? Da ist ein Zeitungsstand, konnte ich nicht einmal irgendjemand überfallen. Mag der zweite Weg? Naja, also nur päpstlicher will ich jetzt auch nicht sein. Ja, unser Frankie Boy ist ja eh schon. Ah, da fehlt unser Abschlepperding. Unser Frankie Boy ist ja eh schon päpstlicher als päpstlich. Hey, Officer. Was gibt's denn? Oh, da steht eine Schlange. Ist da ein Unfall passiert? Gott, die da lang. Ein Park? Vielleicht einmal ein bisschen durch den Park laufen? Drogendealer sind doch immer recht im Park unterwegs. Ja, weiß ich doch. Aus verlässlicher Quelle. Aus eigener Erfahrung hätte ich jetzt beinahe gesagt. Nein, natürlich nicht. So. Ja, wahrscheinlich des Nächtens. Also untertags ist Brighton ganz schön langweilig. Muss ich echt sagen. Erstens mal für einen Polizisten, aber ganz generell. So, wir können nur noch rechts oder links rumlaufen. Da ist die Polizeistation. Dann laufen wir mal links rum. Ich glaube, sonst sind wir mal rechts rumgelaufen. Ah, da ist rot. Okay, aber jetzt nicht stehen bleiben, deswegen.
Jetzt hätte er mich beinahe zusammengefahren, hey, spinnst du? Ah, ist auch so eine Drogendealer-Ecke hier. Naja, aber es ist tatsächlich so unter. Also bis jetzt echt nur Streifen. Hat nicht jetzt beinahe gesagt. Bis jetzt nur ganz normale Billettel, ne, Strafzettel. Ja, Fahrt. Macht sie da, U-Bahn? Oh Mann. Ja, wenigstens einmal einer, der freundlich ist und ein abgelaufenes Kennzeichen hat. Hat das hoffentlich gestimmt, oder? Ja. Ich habe hier ein Auto, das abgeschleppt werden muss. Können Sie mir einen Abschleppwagen schicken? Klar, ein Abschlepper ist schon unterwegs zu Ihrem Standort. Da vorne steht er eh schon. Ja, das geht wenigstens. Wenigstens das klappt. Ah, hier mal ist ein bisschen. Gut. Alle schauen sie irgendwo rein. Es gibt niemanden, der. Könnte eigentlich das sein. Ja, ich will es gar nicht wissen. Es gibt eigentlich niemanden, der nur so da sitzt, gell? Hm. Echt nur Strafzettel. Das ist ja echt fad, hey. Wenn wir Auto fahren, ist immer mehr los, gell? Also, das ist ja echt. Und wofür haben wir denn eigentlich? 150 Punkte, 155 Punkte? Hier muss ein Wagen abgeschleppt werden. Könnt ihr bitte einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort schicken? Was hat die jetzt gerade gesagt zu mir? Ein Abschleppwagen wird so schnell wie möglich bei Ihnen eintreffen. Ja, hilft nichts, ihr Lieben. Dann seid ihr live dabei, wie der Frank hier Akkord arbeitet. Hier muss ein Wagen abgeschleppt werden. Abschleppakkord. Das ist ja... an meinen aktuellen Standort schicken. Also... Ein Abschlepper wurde bereits an Ihrem Standort geschickt. Danke, da hinten kommt der eh schon. Alle Mitnehmer, diese Verbrecher. Nehmt das alle mit. Da haben wir doch schon wieder einen. Januar 22, oder? Eieiei, gut. Die Runde der Abschlepper. Oder ich versuche mir gerade einen Titel zu machen. Hier muss ein Wagen abgeschleppt werden. Könnt ihr bitte einen Abschleppwagen... Da kommt er eh schon. Der fährt aber vorbei, weil der fährt zu dem da vorne. Und dann kommt dort schon der nächste drei Abschlepper. Geil. Ja, na, zumindest irgendwas zum Lachen gibt es noch. Da kommt auch schon der nächste. Okay. So, ganz kurz. Wo müssen wir hin? Ja, wir müssen eh links abbiegen. Wann ist schon vorbei. Okay. Was ist mit dir? Brauchst du ein Klargeld? Okay. Was ist denn eigentlich mit Radarpistole? Wird uns sie verhelfen, oder? Hier. Wie schnell darf man da fahren? Keine Ahnung. Haben wir uns mal ein bisschen hinstellen jetzt hier? Aber warum nicht? Da ist weit und breit keine Ampel. Oh, so ein bisschen versteckt. Lass mal raus. Frankie, komm. Bevor man machen wir mal was anderes. Radarpistole. So, wie schnell darf man da fahren? Okay, man darf hier 25 fahren. Und dann werden die. Ich wusste mir jetzt nicht sagen, dass die dann hier so langsam werden in der Kurve, oder? Ach komm, jetzt machen wir nicht schwach. Aber wir können beide Seiten. Fahren alle anständig. Doch tatsächlich, die bremsen da in der Kurve echt ab. Dann gehen wir mal da her. Aha, haben wir doch schon, mein Freund. Ja, ja, dann drücken die, da haben wir schon den nächsten. Ja, 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 dann drücken die nach der Kurve ganz gern wieder aufs Tempo. Gar nicht schlecht. Gar nicht schlechte Position. Da, da, da. Gekoppt.
Glück gehabt. Ach Mann. Oh Mann. Oh, wir haben aber unsere Polizeipräsenz zeigen, haben wir schon fertig, sehr schön. Und die Schicht, oh ja, wir haben schon ein bisschen. Auf geht's, komm. Und jetzt Gas geben. Jo, jo, nein. Komm. Ach komm. Taxifahrer, komm, die rasen doch immer so. Vielleicht sollten wir uns vor der Kurve auch auf. Kann man einmal probieren. Ja, die fahren alle anständig. Das sehe ich schon blind. Gut, okay, dann machen wir einfach weiter. Haben wir doch 2-3 erwischt. Ist doch super. Wir machen wieder mal, der Frenke ist ja wirklich mittlerweile Multitasking. Er hätte man jetzt eigentlich nur von einer weiblichen Polizistin erwartet. Nein. A Frankman, aha, okay. So, Moment. Oh, seht ihr es? Gut aufgepasst. Parkour abgelaufen, gell? Aber wie wir gelernt haben, genau, mit dem Behindertenausweis braucht er tatsächlich kein Geld reinschmeißen. Ob das tatsächlich in Amerika so ist, weiß ich nicht genau. Alles klar? Servus. Ich habe jetzt keine Zeit. Emergency Vehicles, okay, hier steht keiner. Hier wäre jetzt nochmal ganz gute Position fürs. Nur ein paar Meter, dann kann man in die andere Richtung. Oh, Moment. Ja, 297 abgelaufene Kennzeichen und 3 Raser. Ist ein bisschen arg wenig, gell? Ein Abschleppwagen wird in Kürze bei Ihnen eintreffen. Ja, ja, er ist schon da. Ich sehe ihn schon. Mann. Oh Mann. Oh Mann. Da ist ein Behindertenparkplatz, das passt. Freitag kommt die Straßenwäscherei, die Straßenreinigung. Straßenwäscherei, habe ich jetzt gesagt. Naja, ihr wisst, was ich mache. Liegt ja zu weit vom Rand weg. Ich sage ja. Deswegen bist du mir aufgefallen und deswegen haben wir da jetzt einen Zettel hier. Ich meine, ich würde dich natürlich logischerweise jetzt mündlich ermahnen, aber bist ja nicht da. So, und dann, wisst ihr was, gehen wir nochmal auf die andere Seite. Ich glaube, da waren wir schon, oder? Oh, der steht auch zu weit vom Straßenrand weg. War das der, wo ich ihm vorher gesagt habe, ich mache, drücke ein Auge zu? Pech gehabt, jetzt nicht mehr. Nach dem Motto, wärst du weggefahren, dann hast du Glück gehabt, aber bist du nicht weggefahren, hast du Pech. Der steht auch zu weit weg. Ganz sicher. Ui, jetzt hätte ich beinahe falsch. Seht ihr das? Das ist es. Man kommt dann in so einen Trott. Versteht ihr? Man kommt in so einen, ja, Zettelschreibetrott. Und wenn man im Zettelschreibetrott ist, dann fängt man an, immer den gleichen Zettel. Die haben zum Beispiel schon welche. Waren wir hier schon? Ja, das gibt's ja nicht. Echt, hier waren wir schon? Schaut alles gleich aus. Ah, wir sind jetzt so in der Zwischenstraße. Okay, dann würde ich sowieso sagen, können wir da durchlaufen? Nein, wir müssen uns für eine Richtung entscheiden. Dann entscheide ich mich jetzt für die Richtung. Es ist mit Sicherheit die falsche. Doch hier waren wir schon. Diese Baustelle kommt mir auch bekannt. Dann fahren wir doch in die Richtung. Dass wir uns mal so langsam, die haben auch alle schon einen Zettel, brauche ich gar nicht mehr nachschauen. Hier waren wir also schon. Servus, Leute. Und Drogendealer irgendwie? Nein. Die verdächtige Version blieb. Moment! Hey. Warum ist er verdächtig? Warum ist er verdächtig? Ah, Mann. Ah, über die Straße ist er auch noch gelaufen. Achtung! Moment! Ach komm! Hey, bleib da!
Ja, hey. Wo ist er jetzt? Ach komm. Da vorne läuft er. Oh, ist der, hat der nochmal irgendwie. Ah nein. Ach, Kruzifix. Das. Da ist er. Jetzt ist er da stehen, oder? Ja. Keine Bewegung, zeigen Sie mir Ihre Hände. Hallo? Hey. Sofort stehen bleiben. So. Wenn Sie sich bewegen, schieße ich. Ja, das war zu spät, ich habe schon geschossen. So, Freundchen, jetzt aber. Hey. Darf ich Ihren Ausweis sehen, bitte? Und dazu fragt, darf ich Ihren Ausweis sehen, bitte? Der schaut irgendwie aus wie der Superman, wie der Bruce Wayne mit Brille. Wer bist du? Giovanni Caneco, warum geflüchtet? Werden wir jetzt gleich feststellen. Geweitete Pupillen. Das interessiert nicht. Offener Haftbefehl? Nein. Okay. Ganz klar, Verdachtsmoment. Und? Es wurden keine Gegenstände gefunden. Dann durchsuchen. Arbeiten Sie bei der Durchsuchung bitte mit mir zusammen. War das überhaupt der? Oh nein. Ach, Wahnsinn. Halt, ich will Sie nicht erschießen müssen. Alter, jetzt ist vorbei. So. Sie sind wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsmaßnahmen verhaftet. Bitte gehen Sie auf den Bürgersteig. Ah. Was? Was? Du bist überhaupt nicht weggelaufen, gell? Geh auf den Bürgersteig, fix. Darf ich ihn jetzt natürlich suchen? Eigentlich ist es wurscht, der ist ja festgenommen. Das darf mich jetzt aber interessieren. Ich nehme ihn dir. Nein! Nein! Danke. Nein! Nein, Entschuldigung, Scheiße, was mache ich denn? Nein. Ach Gott. Ich verhafte Sie, weil Sie vor dem Staat Schicht ist um. Nein, jetzt hoffentlich gibt es keine Minuspunkte. Ah, gut, sie fix, weil ich echt nicht immer aufpasse. Wahnsinn. Ich muss Sie durchsuchen. Arbeiten Sie bitte mit mir zusammen. Ach, gut, Chinesen, das gibt jetzt bestimmt Minuspunkte, weil. Das Handschellen abnehmen, Marihuana 7 Gramm, Beutel weißes Pulver, ja, also bitte. Ja, gut, gibt's ja eigentlich nicht mehr viel. Ich brauche Verstärkung, um eine verdächtige Person festzunehmen. Ich wiederhole, Verstärkung benötigt. Verstanden, ich schicke die nächstgelegene Einheit an Ihren Standort. Danke. Da kommt er eh schon, der Kollege. Und wir schauen einmal, weil die Schicht ist um. Ach du meine Güte, wir haben echt weit zu laufen. Da ist, glaube ich, der Eingang, gell? Ich bin gleich bei dir. Ich habe gerade in der Nähe gebracht. Alles klar, Partner. Ich werde die Verdächtigen. Da ist die Verstärkung. Da, nimm ihn mit, du Burschen. Kannst du mich bitte. Genau. Kannst du mich eventuell ins Büro mitnehmen? Nicht, gell? Ah, schade. Okay, gut. Dann auf geht's, Frankie. Dann ein Spurt nach Hause. Ja, und 60. Pluspunkte. Naja, so aber immerhin. Super. Ah, da ist rot. Okay, aber jetzt nicht stehen bleiben. 60 Pluspunkte. Also, ja, seid's mir nicht besser. Ist doch auch in Ordnung. Noch jetzt kurz zum Schluss. Der ist abgehaut, weil er Drogen dabei hatte. Jetzt haben wir aber leider nicht verfolgen können, ob der auch Drogen gedealt hat, gell? Aber er hatte das weite Pulverchen. Hiya. Servus. Zeit. Oh nein, hier ist kein Parkausgang, das gibt's ja nicht, weil der Frankie kann ja über nichts drüber springen. Oh nein. Können Sie mir bitte helfen? Nein, kann dir nicht helfen. Bin sauer. Weißt du, da können Sie nichts dafür, ist mir aber wurscht. Muss ich nochmal schauen, weil ich echt nie, also ich kenne mich echt schlecht aus. Okay, die nächste rechts und dann wieder links.
Ja, ich weiß schon, dass der ein oder andere würde sagen, ja, da oben im Radar steht es doch, aber oft hilft mir der blöde Radar da oben auch nicht weiter. Aber jetzt schaut es ganz gut aus. So. Die haben alle schon einen Strafzettel. Ja, die 60 Punkte, 295 Punkte. Naja, waren wir schon besser. Aber voll cool, keinen Minuspunkt. Trotz des Missgeschicks, Handschellen an, Handschellen wieder abnehmen, dann doch nochmal Handschellen an. Kann man lassen. Ja, kann man lassen. Jetzt kriegen wir nur die extra Punkte, das ist doch auch noch einiges. Und dann haben wir wieder eine super Schicht. Hat mir gefallen, hat mir Spaß gemacht, ich hoffe ja. Bisschen rumblödeln muss ja alles sein, gell, Frankie Boy, bist du meiner Meinung? Und jetzt machst du Schicht aus, isst du dein Butterbrezen fertig? Was, wie? Ah, halt die Klappe. Und dann war's es für heute. Aber zuerst schauen wir mal rein. Es gibt nicht viel zum Anschauen, weil eigentlich schauen wir uns ja nur Minuspunkte an. So, und? Ja, mei. Packen, 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 packen. Ja, krass, schaut euch mal das an. Also, wow. Frankie, der Parksündenjäger, das ist ein cooler Titel. Der Parksündenjäger. So, was haben wir da jetzt? Rechtmäßig Elektroschockpistole entladen, haben wir eigentlich zweimal. Und zweimal rechtmäßig, cool. Kein illegalen Gegenstand gefunden. Zweimal. Haben wir sogar beide Male Punkte gekriegt? Nein, beim zweiten Mal nicht mehr. Der ist so schnell abgehaut. Nicht verdächtig Anliegen von Handschellen. Doch, rechtmäßig Anliegen von Handschellen, nicht verdächtig. Ist natürlich wieder schwach. Anforderung eines Gefangenentransports. Gut, okay. Dann rechte Seite. Ja, Solo-Bonus 59. Cool. Polizeipräsenz zeigen 59, 413 Punkte. Naja, okay. Haben wir auch schon mal besser. Ja. War schon mal besser, aber okay. Frankie, alles gut. 28.12. Wunderbar. Danke fürs Zuschauen. Haben wir dieses jetzt auch abgefertigt. Beim nächsten Mal überlegen wir uns, haben wir nochmal Auto fahren. Eigentlich zweimal Auto fahren. Überlege ich mir noch. Aber wahrscheinlich werden wir mit dem Auto fahren. Das macht irgendwie im Moment tatsächlich wieder mehr Spaß. Danke. Merci, dass ihr zugeschaut habt. Schaut euch die anderen Sachen auf Kanal 4000 an. Im Moment gibt es wirklich cooles Zeug. Gerade das in New York ist im Moment ziemlich geil. Big Ambitions finde ich super. Und natürlich meine historischen Sachen und überhaupt alles anschauen und überhaupt Daumen verteilen, weil davon macht mir besonders viel Spaß. Das motiviert mich auch. Ich kriege ja nichts dafür. Mach's ja nur Spaß an der Freude. Bis zum nächsten Mal. Nächste Woche, versprochen, gibt es wieder einen Frankie. Vielleicht schaffe ich es sogar zweimal in der Woche. Danke fürs Zuschauen. Bleibt gesund. Servus. Pfiat euch.